Hi Leute, ich bin's wieder. Heute zeige ich euch einen neuen Kartentrick mit einem ganz normalen Deck. Keine manipulierten Karten oder so. Den Trick habe ich aus dem Internet und zeige ihn euch einfach mal. Also, das Deck ist nicht manipuliert oder irgendwas und nicht ich. Mein Ziel ist es jetzt erstmal, irgendeine Karte auszusuchen. Nehmen wir zum Beispiel die. Das ist jetzt unsere vorhersagende Karte. Aber ich gucke sie mir jetzt nicht an, die wird am Ende den Trick entscheiden. So. Dann mache ich einfach mal einen kleinen Turm. Und jetzt würde ich euch fragen, jetzt würde ich sagen, sagt irgendwann Stopp. Dann sagt ihr zum Beispiel hier Stopp. Und dann nehme ich diesen Stapel hier hin. Und den Stapel lege ich einfach hier hin. Jetzt frage ich euch, jetzt sage ich, tippt auf irgendeinen Stapel, tippt ihr zum Beispiel auf diesen. Dann drehe ich die erste Karte um. Aha, das ist eine 8. Die 8 sagt mir jetzt, ich soll von diesem Stapel 8 Karten abziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt wird diese Karte alles entscheiden. Wir zaubern erstmal diesen Stapel, diesen und diesen. Und jetzt haben wir auf diesem Stapel auch eine 8, auch eine 8. Und unsere vorhersagende Karte war eine 8. Okay, wenn euch dieser Trick gefallen hat, dann liked und abonniert mich. Wenn ihr die Auflösung von diesem Trick sehen wollt, dann liked auch das Video. Desto mehr Likes, wenn ich viele Likes bekomme, dann mache ich noch ein Video mit der Auflösung. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und tschüss.